Ukraine-Krieg. Nachgehakt. 38 gegen 144 Millionen. Das sind die Bevölkerungszahlen der Ukraine bzw. der Russischen Föderation. Oder anders, die Angreifer verfügen über fast viermal so viele Menschen wie die Überfallenen und damit auch das viel höhere Potenzial an Soldaten. Willkommen zu dieser Folge. Wir wollen diesmal die Personalstärke der russischen Streitkräfte etwas genauer betrachten und was deren geplanter Ausbau bedeutet für die Ukraine, aber auch für EU und NATO. Wie und warum also rekrutiert Russland derzeit seine Soldaten? Und dazu hat Antworten Margarete Klein. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Osteuropa in der Stiftung Wissenschaft und Politik und forscht seit längerem zur russischen Sicherheits- und Militärpolitik. Schön, dass Sie da sind, Frau Klein. Danke für die Einladung. Wie groß sind derzeit die russischen Streitkräfte? Ja, das wissen wir nicht genau. Wir wissen, was die angekündigten Sollstärken sind. Vor dem Krieg lag die Sollstärke der russischen Streitkräfte bei ungefähr 1 Million Mann, auch wenn die Dienstposten nie alle besetzt waren. Und seit der Vollinvasion sind sie sukzessive ausgeweitet worden. Zuerst auf 1,15 Millionen, dann 1,32 Millionen und sollen dann Ende diesen Jahres bei 1,5 Millionen liegen. Also sozusagen 500.000 mehr als vor Beginn des Krieges und das trotz der hohen Verlustzahlen. Aber das sind keine Soldaten, die alle mit der Ukraine zu tun haben, sondern das sind die Streitkräfte insgesamt. Das sind die Streitkräfte insgesamt und es ist die Sollgröße. Also wir wissen nicht genau, wie viele dieser Dienstposten tatsächlich besetzt sind. Aber die Zahlen, die Sie haben, woher haben Sie die? Das ist ja dann auch nicht ganz einfach. Genau, die Zahlen, die jetzt genannt worden sind, das sind die offiziellen. Dann ist es so, dass wir nicht genau wissen, was die Verlustzahlen sind. Es gibt keine offiziellen verlässlichen Verlustzahlen. Es gibt von BBC, Russian Service und Media Zona, die zählen verifizierte Tote. Also die gucken in Sterberegistern, in Social-Media-Beiträgen, auf Friedhöfen und zählen dann wirklich nur die namentlich bekannten Toten, gefallenen Soldaten und auch Freiwilligenkämpfer in der Ukraine. Und die kommen Ende diesen September auf ungefähr 71.000, sagen aber selbst, dass das eine Schätzung ist, die man deutlich höher mit der Wirklichkeit vergleichen musste, dass sie ungefähr auf 110.000 bis 140.000 gefallene russische Soldaten und Kämpfer kommen. Welcher Abgleich findet denn da statt, wenn man auf der einen Seite wirklich Namen nimmt, real existierende, und worauf basiert dann die Hochrechnung? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, dass man davon ausgeht, wie intensiv waren die Kämpfe. Und manche Zahlen weiß man, wie viele in manchen Tagen gestorben sind. Und dann guckt man, wie die Gefechte waren und rechnet und schätzt es nach oben. So sind die, oder man hat Geheimdienstinformationen, die manche Länder dann eben zu Schätzungen führen von bis zu 350.000 gefallenen und Gefangenen und Verwundeten, wobei wir nicht genau wissen, wie viele dieser Verwundeten tatsächlich dann nicht vielleicht wieder zurückgehen in den Einsatz. Also ich will damit nur sagen, diese Zahlen, die wir so haben, die kann man nicht eins zu eins nehmen. Aber wenn wir die Hochrechnungen von BBC und Mediasona nehmen, dann kommen wir ungefähr auf eine Größe, und das muss man sich so auf der Zunge zergehen lassen, von wahrscheinlich 10-mal so vielen Toten, wie wir sie in 10 Jahren Afghanistan-Krieg der Sowjetunion hatten. Ja. Ich habe gerade mit Absicht russische Streitkräfte gesagt. Man muss nämlich genauer hingucken in dieses Feld. Es gibt auf der einen Seite die reguläre Armee, es gibt aber auch ziemlich viele Privatarmeen. Wir kennen natürlich alle die Wagner-Truppen, die inzwischen aufgelöst sind. Gibt es da Unterschiede? Ziehen die quasi alle in dieselbe Richtung auch, was die Rekrutierung angeht? Oder? Also man muss unterscheiden, es gibt die regulären Streitkräfte. Dann gibt es paramilitärische Einheiten, die auch im Einsatz sind, also beispielsweise von der Nationalgarde Einheiten oder von FSB, also vom Inlandsgeheimdienst. Und dazu kommen dann dazu noch Freiwilligenformationen ganz unterschiedlicher Herkunft, plus diejenigen, die eigentlich illegal sind in Russland, nämlich private Militärfirmen, die aber durch eine Unterstellung eines Vertrages unter das Verteidigungsministerium jetzt legalisiert sind. Das ist alles ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber das sind so verschiedene Kategorien von Kämpfern, also reguläre Streitkräfte, Paramilitärs plus die sogenannten freiwilligen Formationen. Ich wollte das nur mal kurz aufeinanderdröseln. Genau. Wir haben eine spezielle Folge gemacht, die Kollegin Katharina Kühn hat gesprochen mit Severin Pleyer von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und da ging es auch um Privatarmeen und wie die Söldner den Krieg in der Ukraine beeinflussen. Deswegen müssen wir es an der Stelle nicht vertiefen, aber man muss halt einfach mal
auch auseinanderhalten, dass es eben diese regulären Armeestreitkräfte sozusagen gibt und dass da aber noch ganz viele andere mit dem Spiel sind, die natürlich auch Interesse an Rekrutierungen haben. Genau. Und sind auch, wenn wir hier, ich habe ja die Zahl am Anfang gesagt, 144 Millionen Menschen, da sind ja eine entsprechende Anzahl Männer darunter, aber wir haben ja alle dasselbe Ziel. Im Februar 2022 hat Russland begonnen, die Ukraine anzugreifen. Das Dekret Putin zu einer Teilmobilmachung kam dann erst im September 2022. Mhm. Was war der Grund? Mussten Truppen dann nur ergänzt werden, Soldaten ersetzt oder ging es einfach nur um Aufstockung allgemein? Also es war so, dass sich die ursprünglichen Ziele der russischen Führung, nämlich schnell einen Sieg herbeizuführen, ja nicht erfüllt haben. Mhm. Und man mit zu wenig Personal geplant hatte. Und dann hat man 300.000 sogenannte Mobiki, sagt man in Russland, also Mobilisierte eingezogen, teils sehr schlecht ausgebildet, schlecht ausgerüstet. Sie sollten eigentlich nur mit einer nicht näher spezifizierten Ausbildung hineingehen, aber oftmals ist das nicht eingehalten worden. Auch die Altersgrenzen sind zum Teil nicht eingehalten worden, nach Medienberichten. Und bis heute ist es so, dass dieses Teilmobilmachungsdekret ja nicht formal zurückgenommen worden ist, auch wenn der Verteidigungsminister gesagt hat, die Teilmobilmachung ist vorbei, sodass es formal noch besteht und es nennt auch keine Obergrenze und kein zeitliches Ende. Sie schreiben in einem Aufsatz für die Stiftung Wissenschaft und Politik von einer verdeckten Mobilisierung. Ja. Was meinen Sie damit? Das ist die über Freiwillige funktioniert. Also die Teilmobilmachung ist ja ein Zwangsinstrument geworden, wo Menschen zwangsweise mobilisiert wurden. Das andere ist die freiwillige Mobilisierung. Das macht man über Anreiz, Täuschung oder Zwang. Und Anreiz sind zum Beispiel sehr hohe Anwerbeboni, sehr hohe Gehälter. Also es ist so, dass man bis August diesen Jahres als Anwerbebonus, wenn man einen Vertrag bei den Streitkräften eingegangen ist, als Vertragssoldat, 2.000 Euro bekommen hat, plus die Zulage aus der Region und noch ein Monatsgehalt von 2.000 Euro. Muss man, glaube ich, in Relation setzen zu dem, was sonst verdient wird, genau, in der russischen Föderation. Genau, und man muss sagen, dass jetzt ab August das erhöht worden ist. Also 4.000 Euro aus dem föderalen Haushalt. Dann hat Putin gesagt, die Regionen sollen mindestens genauso viel drauflegen. In Moskau und Petersburg, den reichen Regionen, werden bis zu 20.000 Euro Anwerbebonus bezahlt. Dann der normale Sold, sodass man in einem Jahr Dienst, wenn man ihn dann überlebt, man mehr verdienen kann als in mehreren Jahren im zivilen Leben und dass mittlerweile der Soldatenberuf zu den 10-15% der bestbezahlten Jobs in Russland gehört. Und funktioniert das? Kommen die Leute dahin aus diesen Gründen? Die finanziellen Zahlungen sind ein Hauptgrund und man hat vor allem in den ärmeren Regionen und Bevölkerungsschichten rekrutiert. Dort, wo sowas wirklich zum Teil der einzige Ausweg ist aus Arbeitslosigkeit. Also wir wissen, dass gerade die Regionen im fernen Osten, in Sibirien, im Nordkaukasus einen überdurchschnittlichen Blutzoll in diesem Krieg bezahlt haben, während die Leute aus Moskau und Petersburg bisher weniger betroffen waren. Jetzt haben Sie finanzielle Anreize erwähnt, die sind noch nachvollziehbar. Sie haben aber auch von Täuschung und Zwang gesprochen. Ja. Was passiert da? Also es ist so, dass zum Beispiel Vertragssoldaten einen Vertrag zu einer bestimmten Laufzeit unterzeichnen. Aber Putin hat durch dieses Teilmobilmachungsdekret festgelegt, dass diese Verträge so lange gelten, wie die Spezialoperation dauert. Das heißt, die können diesen Vertrag gar nicht mehr kündigen, sondern sind quasi permanent im Einsatz. Sie rotieren nicht. Oder es gibt Berichte über die Anwerbung von Ausländern, die dachten, sie nehmen einen Job als Koch oder als Hilfsfahrer an und finden sich dann an der Front wieder. Weil sie auch die Verträge nicht verstehen, die sie, genau, wenn es überhaupt Verträge gibt. Genau. Wie freiwillig sind die vermeintlich Freiwilligen? Beziehungsweise wie freiwillig lassen die sich einziehen? Oder ist da auch Druck dahinter? Gibt es da auch Druckmittel? Also es gibt ganz unterschiedliche Druckmittel. Zum Beispiel Wehrpflichtige, die in den Kasernen sind heimatfern eingesetzt, eigentlich ohne großen Kontakt zu ihren Familien, im sogenannten System der Didovschina, der Großvaterherrschaft, also des Drucks der größeren und älteren und Dienstvorgesetzten. Da kann man leicht Druck ausüben, einen Vertrag zu unterschreiben, den man vielleicht nicht unterschreiben würde, wenn man nicht in dieser Drucksituation wäre. Oder zum Beispiel die gezielte Anwerbung von Gefängnisinsassen, zuerst durch Wagner, aber auch durch die regulären Streitkräfte. Das ist natürlich die Ausnutzung eines Machtgefälles, denn da hat man wenig Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, da könnte auch immer Unmut aufkommen bei solchen Methoden. Aber offenbar ist es offensichtlich, sogar ist das nicht der Fall. Also weil es sind ja formal Freiwillige, deswegen regt sich dagegen kein Widerstand. Gegen die Zwangseinziehung der Mobiki, also der Mobilisierten, hat sich sehr wohl Widerstand formuliert. Wir haben Anschläge auf Einberufungsämter gehabt. Wir haben in den Umfragen gesehen, dass negative Gefühle wie Angst, Wut gestiegen sind. Und es hat sich eine Bewegung der
Frauen dieser Eingezogenen, also der Mütter, Schwestern und Ehefrauen gebildet, die heißt Putamoi, also Weg nach Hause, die zunächst eigentlich nur kritisiert haben, dass diese Mobiki nicht rotieren, also dass sie nicht nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr wieder zurückkommen. Und dann haben sich aber die Forderungen durchaus radikalisiert und sie haben viel stärkere Forderungen gestellt und haben zum Beispiel auch aufgerufen, bei der Präsidentenwahl dem Aufruf Nawalnys zu folgen, mittags, nämlich am letzten Tag, zur Wahlurne zu gehen, wo alle diejenigen, die so ein bisschen ihren Widerstand zeigen wollten, sich eigentlich mal gemeinsam treffen wollten. Und sie haben diese Wahl auch oder einzelne Sprecherinnen sehr stark kritisiert. Also da sieht man, dass aus so einem eher einer begrenzten Kritik der mangelnden Rotation sich eine größere Kritik entwickelt hat. Aber die werden natürlich massiv unterdrückt. Ist das auch der Grund, warum es keine generelle Mobilmachung gegeben hat? Ja, also bis heute ist es so, dass das natürlich eine sehr unzufriedenstellende Maßnahme wäre in Russland. Nach Meinungsumfragen weiß man, dass das nicht das wäre, was gewünscht ist. Und es würde ja auch gegen den Narrativ der Führung gehen, dass es nur eine militärische Spezialoperation ist. Dann müsste man sagen, das ist schon mehr. Das kann man natürlich vorbereiten und das macht man schon, indem man sagt, dieser Krieg geht nicht alleine gegen die Ukraine, sondern das ist ein Krieg eigentlich gegen den Westen. Und so könnte man sowas auch ermöglichen. Und wir sehen auch, dass durchaus schon so die administrativen Vorbereitungen für eine Mobilmachung zunehmend voranschreiten. Genau, es gibt, glaube ich, Dekrete auch schon und die gesetzlichen und administrativen Voraussetzungen. Oder muss man vielleicht sagen, es gibt noch keine generelle Mobilmachung? Genau, also es kann sein, wenn die Kriegserfordernisse das für die russische Führung so machen, dass man zum Beispiel eine neue Offensive starten will oder dass man vor den möglichen Verhandlungen nochmal einen Gewinn machen will, dass man sich dann gezwungen sieht, auch so eine Mobilmachung durchzuführen. Die mag zunächst auch so scheinen, man könnte sagen, das Teilmobilmachungsdekret wird einfach wieder reaktiviert, da muss man gar kein neues machen erstmal. Kann man das vorhersagen aufgrund der aktuellen militärischen Lage, ob sowas kommt? Ob der Bedarf da ist, das überhaupt in Kraft zu setzen so, oder dazu aufzurufen? Also das hängt davon ab, ob man noch verdeckt mobilisieren kann. Solange man das machen kann, wird man Geld hineinstecken, um diese Soldaten und Kämpfer freiwillig heranzubekommen. Wenn es irgendwann mal weniger wird und man sieht ja, dass die Anhebung der Boni, also der Zahlungen höher geht, das heißt, es ist schon schwieriger geworden. Da ist aber auch, wie Sie es ja auch geschildert haben, aufgrund der Privatarmeen und der teilweise illegalen Truppen auch große Konkurrenz. Die wollen ja alle dieselben haben. Genau, also da haben wir Konkurrenz und es ist auch so, dass wir sehen, wir haben ja unterschiedliche Kategorien. Wir haben solche, die werden zum Beispiel von den staatsnahen Unternehmen aufgestellt. Das ist ein Loyalitätsbeweis gegenüber dem Kreml. Da geht man in zu den Beschäftigten, ruft auf, sich diesem freiwilligen Bataillon anzuschließen. Die werden ordentlich bezahlt, der Arbeitsplatz wird nachher freigehalten und so weiter. Das ist primär ein Loyalitätsbeweis, aber in der Situation vielleicht, falls sich tatsächlich innenpolitisch etwas verändert und die Position Putins geschwächt werden könnte, wo sowas auch ein Machtinstrument sein kann. Wofür brauchen die russischen Streitkräfte 1,5 Millionen ja meistens Männer unter Waffen? Genau, also es sind eigentlich bisher... Kann ja nicht nur dann Richtung Ukraine gehen. Nein, also die 1,5 Millionen zeigen sehr klar, dass man sich nicht nur auf den langen Krieg gegen die Ukraine einstellt, sondern auch auf die lange Konfrontation mit dem Westen. Und nur so lässt sich eigentlich diese Zahl wirklich erklären. Man muss aber sagen, das sind Zielgrößen, die wirklich noch nicht erreicht sind. Wann sind sie möglicherweise erreicht? Ich weiß, das ist... Schwierig zu sagen. Also wenn wir jetzt sehen, 500.000 mehr als vor dem Krieg, wo die Zollgröße schon nicht erfüllt war, plus Verluste von 150.000 Toten. Wir sehen, dass die Zahlen, die genannt werden über die Anwerbung von Vertragssoldaten, zu hoch sind. Denn wenn man im Budget guckt, wie viele Posten für die Anwerbung von Einzelnen kamen, dann sind es über 150.000 weniger als die, die eigentlich da sind. Also man kann diese Zahlen nicht so eins zu eins nehmen. Deswegen kann man daraus keine so ganz klare Antwort geben. Aber was muss man tun, wenn man sich von Putin nicht besiegen lassen will? Wenn es über die reine Personalstärke, da ist er ja nach wie vor trotz allem überlegen, nicht gelingt. In die Bevölkerung hinein klarzumachen, dass das ein Krieg ist, der auch sie betrifft. Also beispielsweise das, was jetzt mit der Kursk-Offensive versucht wurde, eben den Krieg nach Russland auch in die grenznahen Gebiete hinein, dann wirklich militärisch auch Waffenlieferungen an die Ukraine, um eben zu vermeiden, dass die Ukraine, die ja viel vorsichtiger mit ihrem Personal umgehen muss, Personalverluste erleidet, nämlich dass eben Abschussrampen, militärisches Trainingsgelände, Vorbereitungs
Sachen eben zerstört werden, sodass der Beschuss in die Ukraine nicht mehr so leicht möglich ist. Und da haben wir schon Stoff für ein nächstes Thema. Genau. Frau Klein, vielen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind und uns dieses Feld näher gebracht haben und vor allem auch erläutert. Vielen Dank dafür. Gerne, danke Ihnen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.